Wenn ihr uns zur Folge 197 gesehen habt, wisst ihr es vielleicht schon. Anne und ich waren auf Dienstreise im kanadischen Vancouver. Allerdings konnten wir unsere gesammelten Eindrücke nicht wirklich für die Sendung verwerten, denn unsere Sendezeit ist immer ganz kostbar und kurz. Darum müssen wir oft alles arg zusammenschrumpfen. Das ist doof, denn schließlich war es in Vancouver sehr schön und wir hatten noch jede Menge unbenutztes Bild- und Interviewmaterial auf der Platte. Also hat die gute Anne sich hingesetzt und das feine Video zusammengebastelt, das ihr euch gerade anschaut. Warum wir überhaupt in Vancouver waren, wisst ihr natürlich schon, steht ja schließlich im Blog-Eintrag zum Video. Wenn Lesen aber nicht so euer Ding ist, dann sage ich es euch jetzt halt nochmal. Moin Moin und hallo, wir sind hier in Vancouver, Kanada bei Radical Entertainment. Während die Angestellten hier rund um uns rum gerade Lebkuchenhäuser aufbauen, aus welchem Grund auch immer, warten wir drauf, dass wir gleich Prototype 2 spielen können, das neue Open-World-Action-Spiel, was nächstes Jahr über Activision bei uns rauskommen soll. Wir sind gespannt, machen gleich auch noch ein paar Interviews. Ja, mal gucken, was uns hier jetzt erwartet. Was uns zuerst erwartet hat, waren ein paar Eindrücke von den Büros von Radical, wo sich alle ganz pudelwohl zu fühlen scheinen. Wir wissen jetzt natürlich nicht, ob das vielleicht nur zur Schau gestellte Fröhlichkeit für den Journalistenbesuch aus aller Welt war. Allerdings habe ich mal gelesen, dass Radical zu den 100 beliebtesten Arbeitgebern Kanadas gehört. Und neben allerlei Annehmlichkeiten wie Spielautomaten im Büro und einem leckeren Mittagsbuffet gibt es eine tolle Aussicht auf Vancouver noch kostenlos dazu. Weiter ging es dann mit ein paar einleitenden Infos zum Spiel, bevor Anne, ich und die anwesenden Kollegen der Presse zu einer Tour durchs Studio gebeten wurden. Hi. Hello. How are you? Good, how are you? I'm good. Good. What are you doing? I'm testing. You're testing? Yeah. Oh, right. Yeah, this is QA team right here. Cool. Yeah. Sounds great. Yeah. Do you have fun? I love my job. It's the best job in the world. No, my job is the best job in the world. I guess so, yeah. The players often get used to using claws and blades to slice away at an enemy, but we wanted an enemy that could actually protect itself against those attacks and make the player think, okay, how am I going to deal with this instead? Ganz interessant an so Viechern ist, dass es logischerweise keine Entsprechung in der echten Welt gibt. Man kann also beim Aussehen, aber auch bei den Aktionen komplett frei rumspinnen und sich selbst lustige Vorlagen basteln. This is the highlight of the whole thing. We should reference. We film ourselves acting out some of the things, moves that we're going to be doing using in game. This is one of the references that we use. I see that he's run away. He doesn't want to. I see. I heard him laughing back there, but yeah. Nach diesem Kleinod der Heimkinokunst ging es dann noch ein Weilchen weiter mit der Studiotour, bis hin zu Stationen, wo die Einzelteile des Open-World-Actioners schon zu einem spielbaren Ganzen zusammengemanscht waren. Als wir das Spiel Ende 2011 gesehen haben, war es schon in einem recht weiten Zustand, dem Release der Xbox- und PS3-Version am 24. April sollte also nichts mehr groß im Wege stehen. Für den PC kommt Prototype 2 auch, allerdings erst Ende Juli. Okay, gehen wir jetzt doch mal ans Eingemachte, nämlich bewegte Bilder vom Spiel und unsere Interviews, bei denen tatsächlich noch ein, zwei interessante Antworten mehr rumkamen, als ihr im TV-Beitrag gesehen habt. Also ich muss kurz mal mich selbst einschalten, ich bin ja eigentlich die Kamerafrau, aber ich finde das so lustig, weil das, was ihr hier seht, das sind Lebkuchenhäuser. Das hier von Plants vs. Zombies zum Beispiel. Und die Angestellten von Radical haben sich für die Weihnachtszeit halt überlegt, okay, wir bilden 4 Teams und basteln die geilsten Lebkuchen- und Zuckergusshäuser in Themenform. Wie zum Beispiel hier bei Plants vs. Zombies. Und daneben haben wir zum Beispiel
The Wizard of Oz, ne? Den Zauberer von Oz. Wie geil sind die denn? Das wollte ich nur. Ich finde es sehr schön. So, jetzt aber weiter mit dem Spiel. Hier ein fein gemachter Trailer, der die Story umreißt und den neuen Helden, den verbitterten Ex-Sergeant James Heller, einführt. And I'm gonna go ride the roller coasters again. All right, sweetie. We'll take you to ride the roller coasters just as soon as my tour ends. But it's past your bedtime there, so say goodnight. Put mommy on, okay? Okay, goodnight, daddy. I love you. She's been talking about roller coasters nonstop since we got back. Oh, I wish I could have been there. Oh, yeah, me too. I miss you, Jimmy. We both do. I miss you too, baby. Scientists from the Gentech Corporation are still struggling to identify the cause of the event commonly referred to as the second outbreak. Elite government troops known as Blackwatch have arrived at the scene. I thought all that was over and done with, but now they're saying this virus thing started cropping up again. Jimmy, I'm worried here. Hey, I need you to try and relax, right? I'm gonna be home in a couple of weeks, and then maybe we'll go stay with your mom for a while just till they get things sorted out. A woman was killed last night in Central Park by what eyewitnesses described as a walking corpse. Gentech officials have verified that the assailant was infected with the Mercer virus, which was thought to have been eradicated last year. Now every time I look out the window, I see Blackwatch troops. Jimmy, they closed my school. I don't know if we should be here. They said to just stay put, don't go causing any panic. Well, then just stay put and don't go causing any panic, all right? I'll be there tomorrow night. Then we'll take Maya and go see your mom. Okay, baby, if they got the situation contained, there's no reason to doubt them, right? Government officials are now predicting Blackwatch will declare martial law in the city within the next 48 hours. We here at Eyewitness News urge you all, if you do not have to be in the city, to consider evacuating. At no point have the violence and mayhem matched the unexplained viral surge of the last 72 hours. There have even been reported sightings of Alex Mercer, the man largely acknowledged as the cause of the catastrophic outbreak. I'm sorry, I just feel so far away from you guys. I miss you, Daddy. I miss you too, baby girl. So it was always going to be a risk to replace the hero, something that we were very conscious of at the time. And I've got to admit that when I made the decision, it did give me that sort of funny feeling in your stomach. But it was one of those things where I think if you don't have that feeling, if you don't have that nervousness, then you're probably not being ambitious enough. You're probably not trying something that is exciting enough and different enough for players. But I think what we really saw was an opportunity to do something very, very different to what we'd done before and to, I think, what players have ever really seen before. This idea that the main character that you play in the second game is basically a victim of your actions in the first game was a very unique spin. And as soon as we kind of happened upon that idea in our early discussions, we sort of settled on the idea, yeah, we've got to do that. We've totally got to give this a shot and, you know, sort of see what it gives us. And it's been an exciting journey. We started looking at the story. You know, we love Alex Mercer. It was a really cool character, really powerful character. And the challenge for us was, in looking at the sequel, is where do we take him next? And that's where we kind of started. Where do we go with this character that's so, so powerful? And of course, you can do some of the classic things, which is take his powers away and start again. It didn't feel right. And so we started really going back to basics and saying, again, is Alex part of the core of the IP? What is the core prototype? And we found what it is, that it's the virus. It's the virus and the fact that it infects everyone differently. And that was really the key. So we've never really been
a game that is about morality. It's certainly something that we've questioned and asked ourselves about, but ultimately we've tried to remain as sort of morally ambiguous as possible to allow the player to play out the experience in whatever way feels right to them. And I think one of the most interesting things that we've seen this time around is because Heller is such he's such a comparatively good character with such a clear motivation in the first place, it's been really interesting to watch how certain players play the game in a really good way, regardless of us telling them to, just because they feel that that's the right way to behave when you're playing the part of James Heller. And that's actually been something that has really put a smile on our faces to see how players have engaged with the character and actually, you know, sort of role played just out of a sense of wanting to sort of experience the story the right way from their perspective. There's one definite ending that we're aiming towards in the game this time around. There's certainly opportunities for the player to influence their path in terms of how they choose to go about certain missions. For example, the way that the missions branch in the game and then return to a central point means that certain players will acquire certain powers earlier than other players, which means that some missions will play out differently based on what you actually have available to you, which gives a great degree of replay value when you've actually finished the game and think about, you know what, if I'd have actually had that power then at that point, I probably would have done things completely differently at that point and tried to approach the situation in this way instead, which is interesting to us. So one of the things we were trying to work on was this idea of prototype for the masses, and the goal was to get people who are new to the prototype universe to be able to pick up the controller and just have cool stuff happen in a really short time. There is quite a few. The one for me that stands out quite well is Batman Arkham Asylum and now Arkham City in terms of The pace of gameplay was always in Batman's control. You know, he always knew where the next attack was coming from and what to do with that attack. And that's something we took to heart. In Titanium 2, for the second prototype game, we revamped it so that we could actually have higher fidelity, more props, higher resolution textures, you know, being able to have more diversity within the regions as well. And that really brought the world much more to life. But it really is our graphics and rendering team that I have to thank for that. They're the ones that had the genius of coming up with a way of rewriting our system to be able to crank up more of that kind of living world. We have to compare our open world games, of course. You know, because we do have to worry about streaming everything in and making sure we can fit everything within the budget. And we have a character that can move so fast that he can really literally go from one streaming set of cells to another one. So we really had to have enough fidelity that you could look across a large world, but be able to move through it at speeds and still be able to retain that level of quality and detail. So certainly a challenge. I'd like to think that we certainly are competing with everyone else. You know, really in the end, it's going to be everyone else to kind of decide and compare when the game is finally done. We've been working with our Activision partners in Germany as well as with the USK. We are trying really hard to release a game that comes out which doesn't completely gut the game, and you know, it's still the prototype experience, and we're still working hard towards that. Selbst spielen durften wir das auch noch, allerdings war es uns unter Todesstrafe verboten, die von uns gespielten Passagen mitzuschneiden oder abzufilmen. Gezockt haben wir einige Missionen vom Anfang des Spiels und dann noch eine Stunde mit voller Special Move Power in der roten Zone. Da müsst ihr euch jetzt einfach mal darauf verlassen, dass ich euch gleich im Anschluss in meinem Fazit keinen kompletten Schrott erzähle, wobei ich selbst nicht unbedingt dafür garantieren möchte. Ansonsten schon mal vielen Dank fürs Anschauen. So, jetzt habe ich die erste Stunde von Prototype 2 gespielt und was man echt sagen kann, es hat einen sehr kraftvollen Einstieg.
Also man erfährt in den ersten Spielminuten, wie Sergeant Heller, der neue Protagonist, und Alex Mercer, der ja vorher der Protagonist war, jetzt der Bösewicht, aufeinandertreffen und wie dann der Ausgangspunkt geschaffen wird für das komplette Spiel. Und da gibt es nicht so langweilige Tutorial-Sachen, wo man lernt, okay, A ist Springen und linker analoges Rumlaufen. Ich brauche kein Tutorial. Dann ist man gleich mitten in der Action drin, kann sich relativ frei durch die Stadt bewegen, hat schon viele Moves und alles funktioniert sehr einfach. Also wenn ich auf eine Wand zulaufe, dann muss ich nur den Sprint-Button gedrückt halten und er läuft da einfach hoch. Ich kann schon gleiten beim Fliegen, ich habe viele Angriffsmoves und ja, das Ganze funktioniert einfach, ohne dass ich groß drüber nachdenken muss, und das finde ich eine ganz coole Leistung. Mir gefällt die ganze Lichtstimmung, die sie haben. Sie haben viele Fußgänger auf den Straßen. Dieses ganze zerfallene Setting von einem New York, was halt wirklich von so einer Virenplage gebeutelt wurde, das kommt sehr cool rüber. Die Sprecher, die jetzt hier noch Englisch sind, gefallen mir auch alle sehr gut. Das wirkt recht authentisch und dann hat man wirklich das Gefühl, dass da auch Emotionen einfach mit dem Spiel sind. Also während Alex Mercer, der Held im ersten Teil, ja eher so ein Wissenschaftler und so ein Denker war, der sehr introvertiert und auch sehr bedacht geredet hat, merkt man halt schon bei Heller, okay, das ist so ein harter Soldatenhund und der hat halt wirklich auch wenig Bock auf die ganze Scheiße, die da irgendwie abgeht, weil ja seine ganze Familie dabei draufgegangen ist. Und da kommen einfach sehr viele dieser negativen Gefühle, die Heller in sich trägt, auch sehr, sehr gut rüber dann in dem Spiel. Was man auch schon in der ersten Spielstunde gleich mitbekommt, ist, dass da halt echt fette Höllen-Action einfach los ist in New York Zero, wie es ja genannt wird. Also ich habe diese Military-Typen von Blackwatch, die Forscher von Gentech. Ich habe komische Monster, die da auf den Straßen unterwegs sind und so zombieartige Typen, die halt mit dem Virus infiziert sind. Was ich mich allerdings auch in dem Zusammenhang frage, ist, in welcher Form wird es wirklich bei uns irgendwann mal rauskommen, weil es macht halt echt keinen Hehl daraus, dass es einfach ein brutales Spiel ist, wo nichts irgendwie kaschiert wird. Ich kann Gegner auseinanderreißen, ich kann Monstern ihre Körperteile abreißen, ich kann die Gegner konsumen, nennt sich das, also konsumieren, würde man wahrscheinlich auf Deutsch jetzt sagen, auch wenn es wahrscheinlich in der deutschen Version anders heißt. Das heißt, ich schlüpfe in deren Körper, der sich dann auflöst und es wird einfach zu einer Masse, die ich dann bin, und sehe aus wie der Typ davor. Was da ein ganz cooler Effekt ist, man sieht kurz in so Flashbacks die Erinnerungen, die dann storyrelevant sind, der Person, die ich übernommen habe. Das gab es im ersten Teil auch schon. Sowohl in diesen Flashback-Sequenzen als auch bei anderen Zwischensequenzen haben sie sich dafür entschieden, es ist so eine Mischung aus Render-Sequenzen und real gedrehten Sachen, was echt einen ganz coolen Look erzeugt, der halt zu solchen Endzeitfilmen passt wie Children of Man oder auch zu Zombie-Filmen wie 28 Days Later oder Dawn of the Dead. Da haben sie echt einen ganz coolen Stil gefunden, um das alles auch in den Zwischensequenzen cool zu transportieren. Von daher, ich freue mich drauf. Also die erste Spielstunde hat mir echt gut gefallen. Und ich glaube, man kann sich auch darauf freuen, wenn das Spiel bei uns irgendwann im Frühling auf den Markt kommen wird. In welcher Form auch immer. Wahrscheinlich ein bisschen geschnitten. Und Kanada ist sehr schön. Ihr solltet alle nach Kanada fliegen.